Hallo Leute, ich mache jetzt noch einen Zusatz zu dem Antibiotika-Video. Einfach umgefallen. Ja. Also, ich bin schon mehrmals so einfach umgefallen. Und meistens habe ich mich wirklich total kaputt gelacht. Ganz selten habe ich irgendwie geweint oder habe mich geärgert oder so. Das war ganz am Anfang, so am Anfang meiner Krankheitsgeschichte. So, da habe ich mich dann noch geärgert, wenn ich irgendwie die Treppe hochgefallen bin oder runtergefallen bin oder keine Ahnung, bei welchen Gelegenheiten ich hier und da mal gefallen bin. Auf jeden Fall gestern Nacht. Es war so witzig. Ich habe mich einfach nur weggelacht, ja. Und ich meine, es hat extrem wehgetan. Ich bin hier hinten habe ich eine Schürfwunde am Rücken und mir tut die ganze Rückenpartie weh und mein Oberschenkel hier, den habe ich mir wahrscheinlich auch irgendwie geprellt und so, das ist schon blöd. Aber im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, ich muss auch jetzt noch lachen, weil es ist einfach, wenn das jemand gesehen hätte, der hätte wahrscheinlich auch gelacht. Und ich bin auch schon häufiger umgefallen, wenn die Alma, meine Tochter, in der Nähe war und die musste dann auch lachen. Und das ist ja diese Spastik, die vor dem Umfallen eintritt, ja, und das sieht einfach witzig aus. So eine Spastik, so wackel, wackel, so. Und das muss ich einfach mal so sagen, ja. So früher hat man das Wort so Spasti so als Schimpfwort benutzt, weil man dachte, die Leute, die irgendwie Spastiken haben, dass die dann auch noch total blöd sind. Also, ich habe das so ein bisschen in Erinnerung. Ja, aber eine Spastik hat ja nichts damit zu tun, wie dein Gehirn also funktioniert. Ob du also schon wie dein Gehirn funktioniert, weil du hast die Spastik ja, weil im Gehirn was schlecht gelaufen ist, so weil dann ja eine Entzündung stattgefunden hat und so, aber es hat nichts mit dem eigentlichen, der eigentlichen Intelligenz und dem Denkvermögen des Menschen zu tun. Ja. Ein Bekannter von mir sagt immer: Ah, oh, hast du jetzt wieder einen Spaß? Tick. Wenn der zum Beispiel hinter mir die Treppe runtergeht und beim Treppe runtergehen kriege ich oft eine Spastik. Ja. Und der findet das halt irgendwie lustig und letztendlich sieht's auch lustig aus. So, auch wenn mir das auch oft noch unangenehm ist, weil die Leute immer komisch gucken. Ja, wenn ich halt irgendwie ohne Gehhilfe, also Rollator oder ohne Krücken halt rumlaufe, dann kriege ich halt häufiger mal eine Spastik und die Leute gucken halt immer so erschreckt irgendwie. Das liegt einfach daran, dass die meisten Leute, die eine Spastik haben, das medikamentös halt und irgendwie wegdrücken. Oder dass die Leute, die so eine starke Spastik haben, gehen eventuell gar nicht so viel vor die Tür. Also ich sehe es selten. Selten andere Leute mit Spastiken. Aber ab und zu sehe ich welche. Ja. Und ich gehöre halt auch zu den Spastikern, die halt eben ab und zu mal umfallen. Ja. Es ist einfach so lustig. Irgendwie dieses Umfallen. Ich würde es jetzt echt ganz gerne mal aufgenommen, aber wer nimmt denn sowas auf? Weil keiner kriegt das ja mit, so dass das jetzt passiert. Ja. Okay. Das war's von mir, ihr Lieben. Peace and love. Bye bye.